begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Was sind das denn hier für komische Viecher? Ist hier irgendwas? Ne, hier ist nix. Aber ist nichts da. Berserker. Was ist Berserker? Was ist Berserker? Halt. Automatischer Angriff, mehr Treffer und Zusatz. Kann benutzen Chronomale Luca Frog. Achso, das ist wahrscheinlich ein. Moment. Krafthandschuhe. Automatischer Angriff, mehr Treffer. Nutzen wir das mal? Was sind denn das jetzt hier? Ein Tonic. Was zum. Ich glaube ich. Okay. Den gehen wir mal aus dem Weg. Aber die haben uns jetzt nur die normalen Tonics abgezogen. Krater. Oh, die können sich bewegen. Na ja gut, jetzt ist. Das greift Chrono, das. Oh ne, das ist. Ja, die automatischen Angriffe sind ja an sich nicht so schlecht, aber. Schaden. Oh, der Schaden ist natürlich sehr geil, aber das gefällt mir trotzdem nicht. Nee. Das müssen wir gleich nochmal ändern, aber dringend. Aber ganz, ganz dringend. Chrono bekommt wieder die Krafthandschuhe. Ja, auf jeden Fall. Und dann. Ja, Chrono bekommt auf jeden Fall Krafthandschuhe. Zurück. Und wen gehen wir denn da mal, oder? Die macht. Tja. Male konnte heilen mit ihren Zusätzen. Das war doch Male. Der hatte irgendwas. Und dann gehen wir Luca mal das Ding. Ja, gehen wir es mal Luca. Dann können wir mit Male noch heilen und Chrono kann. Hey! Das ist doch ein Scheiß. Ein Magnetklinger. Was ist das? Ach, diese Oktoviecher wieder. Und so ein Fleischfresser. Wir gehen erstmal auf den Fleischfresser. Ich glaube, das ist derjenige, der halt. Oder ich glaube nicht, dass es derjenige ist, sondern ich weiß, dass es derjenige ist. Ja. Saugt ihr mal rum. Okay. Puh. Also. Der Schadensbonus, der ist gut. Der gefällt mir. Ums. Die fressen aber auch ordentlich. Nicht lang. Ne, hier ist nichts. Hier müssen wir nach oben. Ja. Ach, ich. Kann man den. Was zum. Druckkiste. Magnetbogen. Geht's hier oben auch lang? Naja, kommen nur die Viecher lang, ne? Ja, super. War ja klar. Was soll's, dann kämpfen wir hier noch ein bisschen. Hier geht's auch nicht lang. Ja, komm. Los. Ach, ihr wollt nicht? Ja, jetzt. Natürlich wollt ihr. Mit zwei Heilern wollt ihr diesmal an. Ja, das sieht euch ähnlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Null. Oh, die Verteidigung von dem Berserker macht sich da auch bemerkbar. Wenn es denn da jetzt daran lag. Gucken wir mal. Null. Ah, das ist. Na, gucken. Sollten wir uns auf jeden Fall mal aufbewahren. Das war's mit Heilung. Hier gibt's nichts mehr. Ja. Und weg. Jetzt muss ich gleich wieder ins Inventar schauen, weil wir den Bogen bekommen haben. Ich hoffe mal, der Bogen ist besser als die Armbrust, die man jetzt hat. Komm, einmal noch Chrono. Sehr schön. Erhält auch nächste Stufe. Ganz wunderbar. Okay. Bronzebogen. Magnetbogen. Ja, dort der Armbrust, so spinnig. Egal, wie viel ist das denn besser? Boah, ordentlich. Das ist ordentlich. Und ja. Ein paar Stück. Was soll's?
weg. Und draufhauen. Ich frage mich, wozu die Hypnowelle von Luca gut ist. Ich meine, das mit dem Einschläfern ist ja echt nicht verkehrt. Aber ich weiß nicht, gerade bei den Viechern, sobald das mal richtig knapp wird, ist das mit Sicherheit eine nützliche Fähigkeit. Aber ansonsten, also ich habe jetzt nicht offscreen nachgelevelt, so wie bei Secret of Mana. Das heißt, das ist alles hier frisch weiter, ohne mal eben 5 Level zu machen und hier total overpowered ranzugehen. Also ganz normales Gameplay. Ja, ja, natürlich. Ach, sind die... Och, nee. Ich wollte doch nur gucken, ob hier oben ein Weg ist. Naja, was soll's, dann machen wir es halt nochmal. Die Erfahrung nehmen wir gerne mit. Und hier sind die auch schnell erledigt. So sind die natürlich richtig schnell erledigt. Ah, und wenn Luca noch ganz alleine hier so Zeugs macht, perfekt. Komm, hau drauf. So, denn ich wollte jetzt hier oben noch gucken. Ja, Level Up für Male, sehr schön. Für oben noch ein Weg, war. Nein, jam, 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 jam. Du, nein, diesmal nicht. Zum Glück ziehen die uns nur die normalen Tonics ab. Was ist das denn? Schatten. Was war das nochmal? Schatten, nix mit Schwert und... Ja, genau. Tech. Aura. Das war... Ja, das bringt aber nichts. Achso, nee. Wir warten auf Combo. Aber wir haben ja jetzt eigentlich nur... Haha, was ist denn Aura-Wirbel? Nee, Aura-Wirbel halt uns denn nur. Ah, das ist jetzt... Stich ist magisch, oder? Ja, Stich ist magisch. Und das macht auch AE-Schaden. Auf einer Linie, das ist geil. Das ist gut. Ach, was soll's, dann... Ne, die können nichts machen. Müssen wir halt auf Krone warten. Jo, mach halt Stich. Gut. Das ist natürlich jetzt dumm, wenn die Viecher kommen, weil Luca hat ja auch noch einen. Und wenn ich dir jetzt die Handschuhe lasse, dann haut die ja ganz normal nur drauf. Das ist natürlich recht sinnlos. Die ist der... Kiste mit Ether. Was ist das denn? Ein hässlicher Vogel. Oder sowas ähnliches zumindest. Ein Mutant, ja. Sieht doch eher aus wie ein Mutant. Naja. Generell gilt ja, so hässlich als aussehen, desto harmloser sind sie eigentlich. Was machst du? Du heilst dich. Um 18 Uhr. Das ist in Ordnung. Aber der steht schon ein bisschen länger. Jo, gut. Alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Und was? Ach nein, Crap, wieder Schatten. Drei Stück. Drei Stück. Okay, Chrono, dann musst du es wieder richten. Tag. Stich auf. Ja. Der trifft alle drei. Ah, ja, okay. Ich sollte vielleicht dann beim Anvisieren noch auf das mal gucken, dass ich das Ziel wechseln kann. Hm, das war wahrscheinlich ganz schlau. Male lernt reizen. Was ist das? Verwirrt Gegner. Ja, das ist so, wie es schlaft. Ja. Wenn es nötig ist, benutze ich sowas gerne. Wenn es nicht nötig ist, dann benutze ich sowas überhaupt nicht. Weil es einfach nur Magiepunkte verschwendet. Willst du? Ja, komm. Wieso will er denn nicht? Der hat echt keine Lust. Na, dann halt nicht. Lassen wir es halt. Okay, das war Tag 16. Und... Ups, wo geht's? Ah! Was ist hier? Die Ares-Kuppel. Wie war das? Ares-Kuppel, da gab es was zu essen, oder?
liebe es. Kann man hier irgendwas anklicken? Nee. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Immer schön gucken. Nee, hier ist aber nichts zum Klicken. Ja, nicht an den Ecken hängen bleiben. Wer seid ihr? Ihr da, woher seid ihr? Wir kommen von dem Labor aus dem Westen. Was? Hey, hier sind Leute, die durch die Ruinen gekommen sind. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt es Menschen, die diese Mutanten schlagen können. Oh ja, können wir. Papa bringt uns was zu essen. Mein Mann ging hinunter in die Lagerhalle, seither ist er verschollen. Wart ihr ehrlich in der Kuppel im Westen? Jupp. Aha. Ist ja auch ziemlich egal. Wer bist du denn, Opa? Verzeiht, ich bin Doan, Nachfahre des Direktors dieses Infozentrums. Im Keller ist ein Großrechner und eine Lagerhalle mit Nahrung. Aber wir kommen nicht bis dahin durch, wegen der Wächterroboter. Es ist schlimm. Wächterroboter? Eine alte Fabrik namens Protokuppel ist im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen sie. Verrückte Roboter? Auf den Kontinent im Süden kommt man durch die Kanalisation. Aber haltet euch vom Todesgipfel fern. Ich weiß, die Todesgipfel sind aus einem Land. Ein alter Mann lebt in einer Kuppel nahe dem Todesgipfel. Muss ein Spinner sein. Die Tür mit dem Emblem? Nicht einmal mit Dynamit geht sie auf. Ja, natürlich geht sie nicht auf. Habt ihr Geld? Ja. Sicher, dass das Geld ist? Ja, bla bla bla. Zeig uns lieber, was du hast. Du hast nichts. Wie viel Tonics haben die uns jetzt abgezogen? Wie viel hatten wir vorher? 22? Aber sonst haben die uns nichts geklaut, ne? Naja, sonst nichts. Geld sparen, jo. Speichern. Jep, wollen wir überschreiben. Ja. Weg, geht's hier lang? Nee, kann nicht schon. Moment mal. Da blinkt doch was. Jep. Eventuell hätten wir uns erst ausruhen und dann speichern sollen. Aber das wäre viel zu einfach gewesen, finde ich nicht auch. Naja. Überspeichern. Und weiter. Hat er nicht. Nee. Hey, habe ich eine Tür übersehen? Hier geht's nicht runter. Hä? Geht ihr nach unten? Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Wir versuchen es eben. Wie schön, solch beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend zurück. Jupp. Gut, dass die Zwischensequenz jetzt kam, denn ich hätte ehrlich gesagt nicht gesehen, dass das im Weg sein sollte. Ich meine, selbstverständlich hätte ich es gesehen. Dieses Pult steuert den Durchgang. Wir brauchen ein Passwort dazu. Ja. Wir brauchen einen. Wahrscheinlich diesen, ne? Alles klar, dann gehen wir hier lang. Hä? Ah. Dann erstmal hier hin. Ja, da geht's nicht lang. Jo, da auch nicht. Das, ja. Ah, nein. Aber der bewegt sich nicht. Scheint ein Statue zu sein. Zettel hängt dran. Warnung. Wer sich in der Nähe des Lagerraums aufhält, wird angegriffen. Können wir die verschieben? Nee, geht nicht. Können wir darüber springen? Nein, natürlich auch nicht. Was für eine Überraschung. Und da auch nicht, aber es sieht gut aus. Nein, geht's nicht lang. Ah, je. Ja, da ist doch ein. Ach ja, was soll's. Da geht's lang. Okay. Erstmal hier. Aber hier unten ist ein bisschen anders. Nein, natürlich nicht. Gut, hier oben geht's dann weiter. Aber in diesem Teil nicht mehr, denn hier will ich erstmal einen kleinen Schnitt machen. Bis zum nächsten Mal.